Das Studium ist sehr intensiv, macht aber auf jeden Fall auch sehr viel Spaß. Es sind sehr unterschiedliche Inhalte, also von Projektmanagement über Management und Accounting, also unterschiedlichste Module, die wir belegen, um den vollumfänglichen Überblick zu bekommen, wie ein Unternehmen letztendlich funktioniert. Klar hatte ich die Ausbildung, aber mir fehlte dann noch so ein bisschen dieses ganze Strategische im Hintergrund, was die anderen alle gemacht haben, wo ich gerne mitmischen wollte. Und das, was mir so in der Praxis begegnet, das interessiert mich jetzt, um mal theoretisch zu unterfüttern und das hier konkreter kennenzulernen, was genau dahinter steht. Das Studium beginnt erstmal mit allgemeinen Modulen und dann wählen wir einen Schwerpunkt, beispielsweise Innovationsmanagement, in meinen Augen auch ein USP für ein BWL-Studium. Es ist sehr praxisbezogen, also das ist wirklich toll, dass hier die Dozentinnen und Dozenten aus der Praxis kommen, dass sie aus der Wirtschaft kommen, dass sie das, was sie vermitteln, auch immer mit einem praktischen Beispiel kombinieren und verbinden können. So, letztens hatten wir ein Seminar bei einem Unternehmensberater, der sehr viel aus seiner praktischen Erfahrung und aus seinem Daily Doing mitgeben konnte. Häufig lerne ich in meinen Modulen auch noch von den Studierenden, werde auf Problemstellungen aufmerksam gemacht und versuche dann auch aus der Theorie, aus der Forschung Impulse zurückzugeben. Wir können tatsächlich sehr gut Fragestellungen aus den Berufen mit reinbringen, sei es dann während der Seminare, sei es in den Prüfungsleistungen. Also da sind die Dozierenden immer sehr darauf aus, dass man dann die Arbeiten, die man womöglich schreibt, auch sehr konkret fassen kann und auf den beruflichen Alltag beziehen kann und auch genauso bei mündlichen Prüfungsleistungen mal etwas aus seinem beruflichen Alltag mit einbringen darf. Studium und Alltag lassen sich ja schon gut miteinander vereinen. Meist haben wir dann, wenn wir Präsenzveranstaltungen haben, am Wochenende. Unsere Online-Module sind relativ flexibel aufgebaut. Also wir haben einmal die Vorlesung, die wird dann meistens aufgezeichnet. Das heißt, man kann sich die auch, wenn man nicht konnte, jederzeit anschauen. Und dazu gibt es dann häufig auch Aufgaben oder Material, was man dann eben nacharbeiten kann. Man merkt wirklich, dass die Leuphana ein gutes Konzept entwickelt hat über die Jahre. Natürlich liegt es nachher an einem selber, das noch zu organisieren, zu integrieren, um dann auch an den Seminaren immer gut teilnehmen zu können. Ich habe dafür reduziert, aber ich habe auch Kommilitonen, die 40 Stunden die Woche arbeiten und das auch noch nebenher schaffen. Die gelungene Kombination aus Offline-Formaten hier am Campus und wohlstrukturierten Online-Formaten ermöglicht es Studierenden aus der Metropolregion Hamburg-Lüneburg, aber auch aus Niedersachsen und ganz Deutschland hier bei uns an der Leuphana, an der Professional School Betriebswirtschaftslehre zu studieren. Das vereinigt verschiedene Karrierepfade und Hintergründe in unserem Studiengang und ermöglicht einen vielfältigen Austausch. Also man merkt, dass dadurch, dass es auch immer eine kleine Studiengruppe ist, dass sie sehr klein gehalten ist, die Lehrenden sich sehr individuell auf einen einstellen können, immer für einen Schnack und einen Kaffee zur Verfügung stehen. Also das Networking findet in der Regel auf zwei Ebenen statt. Einmal untereinander unter den Kommilitoninnen und Kommilitonen, wo man sich austauscht, mal konkrete Fallbesprechungen machen kann, sich mal einen Rat holen kann, aber auch mit den Dozierenden. Es ist sehr interessant, auch mit denen in einen Austausch zu treten und auch mal ein konkretes Problem aus einer beruflichen Praxis mit denen zu reflektieren und zu besprechen. Ich habe schon im Studium gemerkt, dass man viel mehr nachgefragt wurde auf dem Arbeitsmarkt, das heißt über LinkedIn oder Xing angeschrieben wird. Ich denke, dass das Studium perfekt ist für die Management-Ebene, für weitere Schritte in der Karriere. Und das ist auch meine Absicht. Grundsätzlich möchte ich auch wissen, wie Unternehmen global funktionieren, aber natürlich möchte ich auch mit dem Studium weiterkommen und denke, wir werden ideal vorbereitet für unsere Karriere auf Management-Ebene.